Hervorragend. Willkommen bei meinem Mega-Quiz. Laut meinen Informationen kommt ihr den langen Weg aus der Schiefbruchbucht. Das ist was? Das ist so herrlich grün überall. Fackeln plus Kisten ist gleich. Was? Was? Fackeln plus Kisten ist gleich 15, 10 oder 7? Nehmen wir 10. Toll, toll geraten. Nächste Frage. Ich hab das gewusst. Hallo? Wie viele Kacheln hat der Boden dieses Raumes? Echt jetzt? Ungefähr 1000. Pech gehabt. Das war falsch. Das war's für heute Abend. Vielleicht schlagen sich meine nächsten Teilnehmer ja besser. Gute Nacht. Bist du doof oder was? Bist du irgendwie doof? Bevor das nochmal machen, gehe ich mir mal ein Glühwürmchen holen, weil die so lecker sind. Guck mich mal hier unten um. Ob es hier irgendwo was gibt. Und wenn sich schon jemand die Mühe macht, den Raum so hübsch zu gestalten hier. Dann wird das doch einen Grund haben, oder? Außer der Tatsache, dass wir ein Glühwürmchen essen können. Nee, scheint so nichts weiter zu geben. Ein bisschen hoch. Ich habe nicht aufgepasst, ich habe so mit den Augen den Boden abgesucht. Und dann unser sparen können. Mit dem Glühwürmchen, aber egal. So machen wir aber dein blödes Quiz. Erste Antwort war 10. Die nächste ist bestimmt 3000. Warte mal, irgendwas. Achso, jetzt sagt er was anderes. Ist egal. Ist egal. Jawohl. Was Puko und ich haben uns umgesehen. Wir sind bereit. Die erste Frage bitte. Oh, schau mal, der fragt dasselbe. Wie viele Fackeln befinden sich in diesem Raum? Gar keine, du Vogel. Pech gehabt, das war's heute Abend. Vielleicht schlagen sich meine nächsten Teile mir besser. Ey, was für Fackeln? Okay, eine Fackel. Nein, ich will nicht mit dir reden. Okay, scheiße. Egal, komm, wir probieren uns nochmal mit Raten. Ja. Yep. Jawohl, Punkt, wir sind bereit, die erste Frage bitte. Wie viele Eingänge hat dieser Raum? Einen, würde ich behaupten. Toll geraten, ja, dankeschön. Fackeln plus Kisten ist gleich. Ach so, der meint die Anzahl. Jetzt weiß ich, was der damit meint. Die Kisten im Wasser und. Wie viele Fackeln es gibt. Schon wieder toll geraten. Gut gemacht. Nächste Frage. Wie viele schwimmende Fässer gibt es in diesem Raum? Shit. Null sind es nicht. Wir sehen da eins im Hintergrund. Also jetzt nicht mehr, aber. Und 10 ist zu viel. Ich sag mal 5. Moment. Können wir diese Antwort gelten lassen? Ich frage kurz mal die Stimme in meinem Kopf. Ja. Mache ich auch immer. Okay, verstanden. Ich gebe das so an die Teilnehmer weiter. Snooker Wally, ihr seid als Verlierer gekommen. Aber ihr geht als Gewinner. Gratuliere, ihr habt das Mega-Quiz gewonnen. Das war jetzt aber ziemlich sicher das letzte Quiz in diesem Abend. Ich bezweifle das. Lele, das bezweifle ich. Und zwar ganz stark. Denn schon zu Banjo-Kazooie war sogar der Endgegner. Und zwar das Quiz mit der Hexe. Wir haben schon 28. Oh krass, ich... Alter, das da... Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so lange ist, ehrlich gesagt. Es freut mich, ich bin echt positiv überrascht in dem Aspekt.
Aber ich hätte es echt nicht gedacht, ne? Wir sind erst in der zweiten Welt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es fünf. Einfach mal fünf. So, Abkürzung. Nehmt mich alle mal. So, jetzt wollen wir trotzdem nochmal nach links, denn da war meines Erachtens noch ein Weg. Und ansonsten wieder Richtung Kamera. Genau, hier war ja noch ein Weg. Ah ja, komm, hau ab. Blödes Viech, ey. Nö, 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 hau ab. Weiter links. Okay. Bin eingesammelt. Dankeschön. So. Ist gar nicht schon lang gegangen. Ach, hier geht's Richtung. Okay. Jetzt haben wir aber das hier. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Irgendeinen Zweck muss ich ja haben. Hoch kommen wir nicht. Wir stoßen auch irgendwo gegen. Aber wollte das nicht irgendwie ein bisschen wärmer machen, der Vogel? Na gut. Wir gehen noch mal Richtung Kamera. Achso, wenn wir das noch. Ach, nee, müssen wir nicht machen. Wir haben ja schon. Ja, ganz schlau. Wir sind den Knopf gedrückt. So. Achso, aber das müssen wir nochmal machen. Zack, 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 zack. Danke, danke. Jawohl. Und dann geht's hier weiter. Aber ich habe echt die Befürchtung, dass wir das in Wirklichkeit noch nicht machen können. Hier müssen wir auch nichts machen. Ich nehme mal immer Feuer mit. Die Kamera war ja schon im nächsten Raum. Nee, hier gibt es keinen Dampf. Wir kommen ja nicht vorbei. Wir brauchen hier eine Fähigkeit. Und dann müssen wir auch noch mal ins erste Level. Verdammt. Das heißt, wir brauchen eine Fähigkeit, um uns den Page hier vorne zu holen. Und dann noch eine Fähigkeit, um. Ja, um das Licht nochmal umzulenken. Sehr merkwürdig. Also, wir müssen das Licht da hinten einmal umlenken. Dafür fehlt uns auf jeden Fall eine Fähigkeit. Und für den Würfel, wo wir jetzt gleich davor stehen. Das heißt aber für mich prinzipiell, dass wir hier erstmal raus können. Dann dürfen wir alles gesehen haben. Boah, krass, mich hat irgend so viel zerstochen, ne? Ich juckt überall, am Bein, am Rücken, am Hals. Ich muss auch gleich mal das Fenster fix machen, weil das steht nämlich sperrangelweit offen und hier leuchten die Monitore schön Richtung Fenster. So. Aha. So, ich gehe jetzt mal raus. Dann würde ich mal fix die Fenster zum Angehen. Und dann hat man nämlich noch einen Schlüssel unter Wasser. Und ich hoffe, es ist kein Unterwasserlevel. Alter, ich hasse Unterwasserlevel. Aber so übel. Da ist ein Peachy. Da ist ein Peachy. Das ist Schnee doch, wo wir noch nicht waren. What the fuck? Alter, dieses Level, ne? Da unten waren wir schon. Wie kommen wir da hin? Verdammt. Ich vermisse. Der andere Schlüssel, der war hier unten irgendwo. Ich gehe kurz das Fenster zumachen. So, oben machen vor allen Dingen erstmal. Dass nicht alles, was fliegen kann, hier reinkommt. Ich bin gleich wieder da.
auch schon wieder. Ganz klamm und heimlich. Ich will jetzt darüber. Nein, ich will nicht darüber. Ich will hier runter. Geh mal eins runter. Vielleicht können wir da den Schlüssel nämlich schon sehen. Und so. Das ist doch hier irgendwo im Wasser. Aber ich weiß nicht wo. Ich bin ja. Wow! Mach da. Können wir da laufen? Nee. Hey, hallo Tausos. Wo war jetzt der andere Eingang? Ich mach da, ja, ja. Da unten. Na, Peaches? Federn? Das sind Federn. Boah, ich hasse Unterwasser. Denn die Steuerung unter Wasser ist in jedem Spiel immer ein bisschen strange. Und hier auch. Richtige Höhe halten und durch. Da ist auch der Schlüssel. Und noch ein paar Federn. Es gibt übrigens. Oh, dann wird. Komm, ich will die Federn. Lass mich einfach die Federn einsammeln. Leute, ach mein Gott. Was? Ich muss mit dem reden. Ah ne, ich muss mit dem reden, ich muss einfach aktivieren, okay. Hallo, ich ersticke gleich, dankeschön. Oh, ich hoffe nicht unter Wasser. Bitte, bitte, oh Gott. Isometrischer Verlass, oh nein. Ja, wir können ja die Fensterluft holen. Nehme ich an, oh Gott. Nee, wir können. Hoch. What? Okay, ich nehme an, wir müssen einfach. Genau! Mal einen Screenshot machen. Nimm mich drauf, schnell! So, liebes Schild, was ist dazu? Fußboden bearbeiten von Matthew Cox. Kacheln und Böden, wir vergraben ihre Beweise. Finde ich gut. Bin ich dafür. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Gut sind, schaffen wir das direkt während das. Wasser steigt. Hoffentlich ist das nicht genauso groß. Ich hoff's. Wie gesagt, oh, ich und Unterwasserlevel. Nein. In Zelda-Spieler. Auf dem N64. Wir hassen Unterwasserlevel. Oh, dankeschön. Oh. Gut, das war ein Peachy. Das finde ich gut. Ach, kommt man hier vielleicht. Ja, nicht ins Wasser. Kommt man hier vielleicht gar nicht weiter, wenn man das. Wenn die Heizung nicht eingeschalten hat? Kann ich nicht einfach. Nein, kann ich nicht. Okay. Man muss also scheinbar die Heizung angeschalten haben. Aha. Alter. Jetzt Bomben. Hier gibt's einen Idioten. Hier gibt es Idioten. Idiot? Idiot, komm raus. Okay, hier gibt es Bomben und ganz viele Wände. Und eine Firma, die Wände baut. Wie dann? Schilder von der Schilderfirma. Davidson, nie mehr verlaufen? Ich glaube nicht. Okay, hinter irgendeinem Ding sind noch mehr Idioten.
Ich mache erstmal die Dinger kaputt. Die Idioten können wir dann noch umhauen. Hey, hallo, Freunde! Meins? Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Da geht's doch weiter, das ist doch kaputt, das Gitter. Hier geht's weiter? Da geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Und das sah auch aus, als ob es nicht weitergehen würde. Aber am ersten war doch das Gitter kaputt. Aber den Weg habe ich schon gesehen. Wo war der? Der war hier hinten. Aber hier war doch das Gitter kaputt. Na gut, ist also bloß optisch. Bloß optisch, okay. Ich dachte, jetzt haben wir so das Super Secret gefunden, aber nein. Oh krass, haben wir jetzt ja noch so Dinge. Aber zumindest waren keine drei Wege am Anfang. Geil! Moment! Moment! Warum du bist? Ich bleib hier. Sorry, Tubes kaputt. Alle Blasen weg. Tubes hat Probleme mit Gas. Keine Blasen mehr. Was soll das, Tubes? Ah, schön warm bist du. Geil. Okay, Pitchy, was? Okay, Pitchy erzählt nichts. Okay, wie kriegen wir Tubes? In dem Raum scheinbar nicht. Hier können wir nicht raus. Okay, verdammt. Dann muss das irgendwo anders sein. Gab es ja vielleicht auch noch einen zweiten Weg? Nein. Eigentlich nicht. War nur ein Weg. Ja, das haben wir gesehen. Hier immer noch. Sind die vielleicht kaputt, wenn wir hier. Nee, dann kaputt, ne? Nö, aber vielleicht geht das noch mehr kaputt. Nö. Gehen noch mal einen zurück. Wo können wir denn den Blasen verschaffen? Das ist ja falsch. Ich glaube nicht, dass wir ja schon weiterkommen. Und wir kommen nur hier hoch. Hier drüber kommen wir ja nicht. Also ich will mich jetzt auch nicht wieder drüber glitschen. Hier kommt dort nicht mehr raus. Dann war es das wohl erstmal hier mit dem Tempel, oder? Wir finden jetzt am Rückweg noch was. Und ich habe ehrlich gesagt nichts gesehen. Wir sind ja jetzt schon hier direkt. Können wir schnell mal hochschwimmen? Oh, schwimm doch mal schneller. Komm, ich will hoch, bevor die Suppe wieder runterkommt. Wir werden wohl nicht schaffen. Oder doch, 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 doch. Spring! Nein! Nein, du. Fuck! Ah, ist ja nicht wahr. Wir können einen Schluck trinken, bis wir hier wieder oben sind. Jetzt? Ich kann einen hohen Schluck trinken und der Idiot bleibt unten. Oh Mann. Macht mich schon ein bisschen sauer. So, was gibt es? Da ist gar kein Weg. Verdammt. Ja, Weg gibt es ja nicht. Ein Ausgang. Gibt es hier hinten was? Nee, außer Wasser, was einfach so im Nichts hochsteigt. Okay. Da waren wir ja. Gerade durch und was ist hier erstmal? Dann würde ich mir gerne die Federn hier holen. Oder Feder, die noch übrig ist. Dankeschön. So, und jetzt kommen wir eigentlich wieder an die Oberfläche. Ja, ich kann gegen euch nichts machen. Haut ab.
Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Und dann würde ich aber ganz gerne rausfinden, wie ich dahinter komme. Das, was wir vor uns gesehen haben, wo wir oben am Schlüssel waren. Nein! Geht da mal zu. So. Und jetzt kann ich echt mal einen Schluck trinken. Vielleicht schon wieder Lärm eintrinken, ja? Wo ist denn da hin? Hier oben, das hatten wir doch schon gemacht, oder? Mara so nah. Ach nee, hier ging es ja noch lang. Ich erinnere mich, hier musste man nämlich mit dem Feuer lang. Was wir aber jetzt nicht mehr brauchen, aber das schon gemacht haben. So, gibt es da jetzt hier noch einen Weg? Ja, einen nach unten vor allen Dingen. Oh, die kommen Viecher im Wasser. Ich will mich trotzdem mal umgucken, ob ich hier unter Wasser was sehe. Da irgendwo. Guck mal da hinten. Hallo? Können wir da durchschwimmen? Ich kann mal von oben gucken. Ich muss wieder mehr springen. Von hier können wir gucken. Nee, geht's nicht durch. Oder? Da unter Wasser durch? Hau doch mal ab. Ich will gerade nichts. Alter, was habe ich gerade gesagt? Ach, guck mal, den da oben müssen wir auch noch besiegen. Verdammt. Krass, wir haben erst zwei, also drei mit dem da oben. Ich muss noch mal gucken. Bin mir nicht sicher, ob es da nicht unten drunter durchgeht. Es geht nicht unten drunter durch. Okay. Da jetzt so aus ein bisschen. Dann schwimmen wir elegant durch. Und besiegen wir mal die zwei Pfosten, die da oben stehen. Vielleicht einer von denen noch ein Herz allein. Aber wir nehmen auch den mit. So. Hallo, liebe Pfosten, die hier oben stehen. Jupp, jupp. Dankeschön. Wow, what? Alter. Komm, ich komme mal zu Fuß gesiegt. Yep. Na komm. Wer will, wer will, wer hat noch nie? Komm. Du hast noch nie. Du auch noch nie, oder? Was war denn das jetzt? Dankeschön. Ich brauche für den Kampf mit dem roten Vieh da oben auf jeden Fall schön Leben. Nee, der macht gut Damage. Haben wir am ersten Level schon gesehen. Ah, verdammt. Yep, jetzt haben wir ihn. Genau, gelb muss er werden. Ah, verdammt. Und der wird immer nur gelb, nachdem er daneben geschlagen wird. Ah, verdammt. Und zu spät. Ah, yep. Verdammt, schon wieder zu spät. Ah, schon wieder? Nein, jetzt hat er uns getroffen. Und komm, jetzt. Zack, dankeschön. Weiß gar nicht, wie oft hier das Mikrofon heute schon übersteuert ist, ey. Verdammt. So, jetzt haben wir auch den. Da geht's weiter hoch. Da geht's weiter hoch. Okay. Hallo, liebe Blume, ich ignoriere dich. Ja, nein! Okay, okay, wir sind nicht ganz unten. Wir sind auf jeden Fall nicht unten. Alter, wer stöhnt mir da ans Ohr? Es, einer von den. Ah, ja, 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 genau. Der eine hat ja Hunger. Da wissen wir, wo er ist. Den kriegt man aber nicht raus. Und der andere ist unsichtbar. Da fehlt noch der Unsichtbare. Oder haben wir den schon? Nee, der Unsichtbare fehlt auf jeden Fall noch. Hau ab. Ah, triff mich nochmal. Ja, genau. Mir hochlaufen. Dann laufe ich lieber.
Schön langsamer. Ey, Freunde! Ach, komm mal ab. Nicht mal daneben. So. Ach, guck mal, da ist noch so ein blöder Schneemann. Gott, ich schaue mir so im Auto hin. Als Schneemobil. Hallo! Ah, Bardos. Ein Schneesturm hat meinen Hut davon geweht. Oh nein, wir müssen das in einem Zug machen. Oh nein, bitte nicht. Wir haben ja einen Hut. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Hut gehabt. Ist hier oben was? Nee. Boah. Ach, jetzt sind wir hier, wo ich hin wollte. Sehr geil. Hier gibt es Fliegefische. Ja, hau ab, hau ab, hau ab. Ja, komm, lass. Ja, komm, hau ab. Ah, komm, ich hab doch geschlagen. Meine Güte. Ach. Verfickter. Ist eine Höhle? Okay, gehen wir durch die Höhle. Wenn es eine Höhle gibt, kommen wir ja auch mit dem LKW hin. Also mit dem Dingsbums. Ja. Hä? Hä? Wo sind wir? Ach, das ist der Hüppen. Ja, das ist der Höhleneingang, den wir schon ein paar Mal gesehen haben. Und ich mir jetzt mal bedenkt, da gehen wir später rein. Yep. Da haben wir reingegangen, ne? Aber egal, egal, egal. Oh Gott, ich dachte, das ist wieder da, der Vogel. Oh, da unten ist auch ein Höhleneingang unter Wasser und Pidgeys. Pidgeys. Warum? Oh, ich will mal. Ja, genau. Zwei Bäume oder was? Ich würde da mal gehen, ja? Bevor ich gehe. Dankeschön.